Dass wir starten können in die heutige Sitzung des Stadtrates. Hast du Tag? Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Stadträtinnen und Stadträte, ich begrüße Sie ganz herzlich zur 20. Sitzung des Stadtrates in dieser Wahlperiode. Bitte um Aufmerksamkeit, weil wir kommen jetzt zur Tagesordnung und am Ende der Tage ist das für den Ablauf nicht unwichtig. Ich stelle die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit fest. Schon vor einigen Minuten hatten sich 56 Mitglieder des Stadtrates eingetragen gehabt. Nun zum Ablauf der Tagesordnung. Angesichts der unverändert hohen Ansteckungsgefahren der bestehenden Corona-Verordnungen habe ich mit dem Ältestenrat mich am Montag auf Folgendes verständigt. Wir werden nicht eine Doppelsitzung machen, wie zunächst geplant, heute und morgen, sondern lediglich heute uns als Stadtrat zusammenfinden und wir werden auch allerspätestens 21 Uhr die Sitzung heute schließen, so dass jeder auch ganz ordnungsgemäß bis spätestens 22 Uhr zu Hause sein kann. Oberstes Ziel ist heute natürlich die Beschlussfassung des Haushaltes. Ich nehme daher nach Abstimmung mit dem Ältestenrat sowohl die Fragestunde, also Tagesordnungspunkt 3, sowie die Tagesordnungspunkte 4, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 24, 26 sowie 31 bis 36 von der Tagesordnung. Wir beginnen mit den Tagesordnungspunkten. Dann erstmal zunächst die Umbesetzung unter Tagesordnungspunkt 5 und 6 und dann die Tagesordnungspunkte ohne Debatte. Ohne Debatte, und dafür vielen Dank, sind vereinbart im öffentlichen Teil die Tagesordnungspunkte 13, 15, 19, 20, 21, 23, 28, 29 und 30. Einen nicht öffentlichen Teil haben wir heute nicht. Anschließend an die Punkte ohne Debatte kommen wir dann zur Einwendungsvorlage unter Tagesordnungspunkt 8 und dem Haushalt unter Tagesordnungspunkt 9. Dann kommt mit Tagesordnungspunkt 10 das Thema Neubau Verwaltungszentrum und die weiteren noch unaufschiebbaren Punkte. Die Übersicht liegt Ihnen vor. Ich weise Sie ausdrücklich darauf hin, dass während der Sitzung sowie bei Sitzungsunterbrechung und der Pause, Pause wollen wir nicht, sage ich gleich was dazu, in der gesamten Messe eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist.
Dieser darf lediglich während eines Redebeitrages abgenommen werden, wovon ich gerade Gebrauch mache. Mir liegt zudem ein Antrag vor, mit dem ich in Ziffer 1 zur Prüfung beauftragt werden soll, private Feuerwerke zum Jahreswechsel zu untersagen. Ich habe dies bereits prüfen lassen und eine entsprechende Allgemeinverfügung in Auftrag gegeben, die ich im Rahmen meiner Zuständigkeit erlassen werde. Nach Ziffer 2 des Antrages soll bis mindestens 30.04.2020 eine weitergehende Beschränkung von privaten Feuerwerken erlassen werden. Dieser Auftrag, sofern er überhaupt zulässig ist, ist nicht so eilig, dass er es rechtfertigt, hier die Ladungsfrist des Stadtrates zu verletzen. Ich überweise den Antrag, so wie wir es auch schon im Ältestenrat vorbesprochen haben, insofern in den Ausschuss und dann zur Behandlung in den Stadtrat. Insoweit ist ein Antrag einer ohne Form- und fristgerechte Einladungsantrag ist heute nicht notwendig. Auf die Pause würde ich Ihnen vorschlagen, zu verzichten, wenn Sie sich stärken wollen dazwischen, können Sie das jederzeit machen. Ich gehe davon aus, wenn wir die Tagesordnung so, wie jetzt auch die Redner gemeldet sind, zügig durcharbeiten, können wir auch um 7 schaffen, fertig zu sein. Und von der Seite her glaube ich, auch das wäre nochmal ein Beitrag, die Zusammenkunft nochmal effizienter und auch damit risikofreier zu gestalten. Soweit von mir. Und jetzt darf ich fragen, gibt es zur Tagesordnung Anträge, Wortmeldungen? Bitte schön, Herr Kaniewski. Herr Oberbürgermeister, vielen Dank. Ihnen müsste zudem der Antrag auf die dringliche Behandlung des zeitweiligen Corona-Ausschusses vorliegen. Zumindest haben wir vorhin die Unterschriften noch eingereicht für eine Zeit, also für eine eilbedürftige Behandlung. Da würde ich gerne noch wissen, wie wir damit verfahren. Also bisher liegen mir die Unterschriften nicht vor. Ich habe den Antrag gesehen. Ich sehe natürlich darin auch jetzt keinen Grund ohne Form und Frist, das jetzt hier auf die Tagesordnung zu setzen. Wir haben uns darüber schon vortrefflich ausgetauscht. Er geht natürlich ganz normal dann in die darauffolgende Sitzung und wird vorbereitet in den Ausschüssen, wie wir es auch im Ältestenrat schon mal besprochen haben. So, weitere Wortmeldungen, Herr Genschmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, seit dem Montag, als wir uns im Ältestenrat getroffen haben, glaube ich, hat es die Situation nie verbessert, eher wahrscheinlich kontinuierlich auf einem hohen Niveau geblieben. Deswegen beantragen wir, dass nach den Tagesordnungspunkten Ihres Berichtes, wenn Sie einen halten, die beiden Nach- und Umbesetzungen, die Tagesordnungspunkte ohne Debatte und so die beiden Haushaltsdebatten, Haushalt und der Haushaltseinwand, die Tagesordnung abgebrochen wird und die anderen Tagesordnungspunkte aufs neue Jahr vertagt werden. Das ist der Vorschlag, noch mal einige wenige Punkte von der Tagesordnung zu nehmen. Das werden wir dann gleich in die Abstimmung bringen. Gibt es dazu eine Gegenrede? Jetzt nicht. Das bekommen wir dann zur Abstimmung insgesamt. Weitere Anträge zur Tagesordnung her. Richtig. Herr Oberbürgermeister, ich bitte zu dem Antrag von Herrn Kollegen Kaniewski doch etwas präziser Stellung zu nehmen. Also nach unserer Kenntnis ist die Unterschriftenliste eingegangen und liegt Ihnen vor. Das würde ich Sie bitten, dass Sie das bestätigen. Und dann können Sie erst Ihre Entscheidung treffen. Aber Sie können nicht sagen, ich weiß es nicht, ob sie vorliegt. Nach unserer Kenntnis liegt sie vor. Also ich bitte, dass diese Feststellung doch wiederholt wird. Also, wenn bei den Stadtratsangelegenheiten etwas da sein soll, dann nehme ich das gerne zu. Also, ja, ist jetzt so eben, das zeigt ja, wie unprofessionell und wie unwichtig das Thema ist. Wer so arbeitet, kann ich da nichts anderes sagen. Also, es ist eingegangen, wir halten das Protokoll fest. Damit ist formal gerechtfertigt, dass es beim nächsten Mal auf die Tagesordnung spätestens kommt. Und Sie, und, also
Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Also Sie entscheiden jetzt, dass das heute nicht auf die Tagesordnung kommt. Natürlich, das habe ich ja schon gesagt. Und wir haben das auch vorher schon im Ältestenrat diskutiert, dass das ganz normal in den Geschäftsgang geht. Und ich bin es langsam leid, dass wir darüber immer wieder in endlosen Debatten hinein. Herr Oberbürgermeister, Sie, auch wenn Sie politisch anderer Meinung sind, sollten auch Sie bitte die Formalien richtig einhalten, denn das ist Ihre Aufgabe. Genau. Vielen Dank für die beiden Feststellungen. Wir werden damit umzugehen wissen. Ja, natürlich. Auch Sie können sich formal dran halten. Wenn es so wichtig ist, kann man rechtzeitig die Unterschriften einreichen, damit man eben das ordnungsgemäß prüfen kann und dann entsprechend hier auch Stellung nehmen kann. Denn ist ja alles keine neue Thematik, die schon gerade eben erst aufgeworfen ist, sondern schon seit Wochen rumgeistert. Und da muss man mal deutlich auch Worte hier formulieren können. Bitte schön, Frau Filiosina als Nächste. Also erstens mal scheint es ja hier eine besonders vorweihnachtliche Stimmung heute zu sein. Zweitens wollte ich noch mal auch nur richtigstellen, dass der Ältestenrat natürlich nicht gesagt hat, dass das keine Eilbedürftigkeit hätte, weil ja da die Unterschriften noch nicht vorlagen. Jetzt liegen sie aber vor. Weshalb ich mich aber eigentlich gemeldet habe, ist tatsächlich die Gegenrede zu dem Antrag von Herrn Genschmer zu halten. Wir haben uns im Ältestenrat tatsächlich am Ende einvernehmlich auf genau die Tagesordnungspunkte geeinigt, die Sie heute vorgetragen haben, Herr Oberbürgermeister. Wenn dann noch der eine oder andere aus der ohne Debatteliste rausgefallen ist, dann auch wegen Rednern von dieser Seite. Und da sind Punkte drauf. Ich sage nur zum Beispiel der Tagesordnungspunkt 10, der aus unserer Sicht unmittelbar auch mit dem Haushaltsbeschluss in Verbindung steht. Und deshalb möchte ich ausdrücklich die Gegenrede halten, dass wir Punkte vertagen, sondern dabei bleiben, was Sie vorgetragen haben. Und es gab ja auch ein Vernehmen, dass wir nicht länger als 21 Uhr tagen. Also es ist klar, wir möchten das gerne so wie besprochen abstimmen. Soweit zu dem Antrag der Gegenrede. Herr Scholbach, ist durch? Gut. Weitere Anträge zur Tagesordnung sehe ich nicht. Dann liegt mir im Prinzip ein Änderungsnotwendigkeitsantrag vor, zu sagen, wir machen nach der Haushaltsberatung dann Schluss und werden die anderen Tagesordnungspunkte heute nicht behandeln. Wer diesem Antrag von Herrn Genschmer folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenprobe. Das ist die überwältigende Mehrheit. Damit wird er abgelehnt. Damit kommen wir zur Abstimmung über die Tagesordnung, so wie sie Ihnen vorliegt, so wie ich es vorgetragen habe. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Ja, eine Nein, 7 Enthaltung, damit so beschlossen. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 1, Bekanntgabe nicht öffentlicher Beschlüsse. Und da hat der Stadtrat in Herr Kanierski. Herr Oberbürgermeister, eine Erklärung zum Abstimmungsverhalten zur Tagesordnung gerade eben. Der Antrag Corona-Ausschuss, zeitweiliger Corona-Ausschuss, ist der Verwaltung angezeigt worden am Dienstag, dass die Eilbedürftigkeit angezeigt werden wird. Wir haben es am Mittwoch nochmal verlängert und wir haben 10 Minuten vor der Sitzung die Unterschriften beigebracht. Ich respektiere, dass Sie zum Thema Lenkungsgruppe, Corona-Ausschuss, Einbindung des Rates zum Thema Corona eine andere Haltung haben als der Teil oder als ein Teil des Rates hier. Die Art und Weise, wie gerade eben über die Befindung, ob wir heute über einen Corona-Ausschuss abstimmen oder nicht, darüber hinweggegangen wurden, finde ich ehrlicherweise nicht respektvoll gegenüber dem Rat. Würde mich da sehr freuen, wenn wir vielleicht mal wieder zu einem anderen Umgang miteinander kommen könnten an der Stelle. Deswegen habe ich mich gerade eben enthalten. Mir ist es wichtig, das zu Protokoll zu geben, weil die Art und Weise gerade eben nicht ging. Dankeschön. Dann halten wir fürs Protokoll bitte auch fest,
Meine persönliche Erklärung dazu, der Antrag auf einen zeitweiligen Ausschuss liegt bereits seit 10 Tagen als normaler Antrag vor. Da ist erstmal eine rechtliche Prüfung, ihn weiter überhaupt zulässig. Der Punkt, in Teilpunkt nicht zulässig, das ist Ihnen auch mitgeteilt worden. Wir haben am Montag im Ältestenrat dann darüber gesprochen, ihn normal zu überweisen. Und wenn jetzt heute mit 3 Minuten vor der Sitzung dann mit Unterschriften einen Eilantrag einreicht, dann können Sie mir gestatten, dass ich das nicht als adäquat wirklich in der Behandlung empfinde und in auch in der Zusammenarbeit. Und das darf man auch mal auch als Oberbürgermeister ausdrücken. So, dann machen wir weiter in dem Punkt 1, Bekanntgabe nicht öffentlicher Beschlüsse. Und da hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 26.11.2020 wie folgt unter dem Gegenstand Bestellung eines Geschäftsführers für die Technischen Werke Dresden GmbH, die Energieverbund Dresden GmbH, die Drewag Stadtwerke Dresden GmbH und eines Vorstands für die Enso Energie Sachsen-Ost AG den folgenden Beschluss gefasst. Erstens, dem Oberbürgermeister Landeshauptstadt Dresden als Vorsitzenden des Aufsichtsrates sowie den weiteren Vertretern der Landeshauptstadt Dresden im Aufsichtsrat der Technischen Werke Dresden GmbH wird empfohlen, Herrn Dr. Axel Kuno ab dem 1. Juli 2021 als Geschäftsführer der Technischen Werke Dresden GmbH zu bestellen. Zweitens, der Oberbürgermeister als Vertreter Landeshauptstadt Dresden in der Gesellschafterversammlung der Technischen Werke Dresden GmbH wird beauftragt, die Vertreter der Technischen Werke Dresden GmbH in der Gesellschafterversammlung der Energieverbund Dresden GmbH anzuweisen, Herrn Dr. Axel Kuno ab dem 1. Juli 2021 zum Geschäftsführer der Energieverbund Dresden GmbH zu bestellen. Drittens, dem Oberbürgermeister Landeshauptstadt Dresden als Aufsichtsratsvorsitzender des Aufsichtsrates sowie den weiteren Vertretern des Landeshauptstadt Dresden im Aufsichtsrat der Drewag Stadtwerke Dresden GmbH wird empfohlen, Herrn Dr. Axel Kuno ab dem 1. Juli 2021 als Geschäftsführer der Drewag Stadtwerke Dresden GmbH zu bestellen. Viertens, dem Oberbürgermeister Landeshauptstadt Dresden als Vorsitzenden des Aufsichtsrates sowie den weiteren Vertretern Landeshauptstadt Dresden im Aufsichtsrat der Enso Energie Sachsen-Ost AG wird empfohlen, Herrn Dr. Axel Kuno ab dem 1. Juli 2021 als Mitglied des Vorstandes der Enso Energie Sachsen-Ost AG zu bestellen. Das war die Bekanntgabe der nicht öffentlichen Beschlüsse.